Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir wurden im letzten Part ja, zum König gekrönt. Peach ist unsere Tochter. Weil sie eine Prinzessin ist? Na egal. Fragen, die keiner beantworten wird. Wir haben hier soweit erstmal alles durch. Alles, was wir nicht schaffen konnten, werden wir uns später kaufen. Hatten wir gesagt, wenn das denn möglich ist. So, die Odyssey braucht noch 146 Monde. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, 350 haben wir. Ups, hier bin ich doch falsch. Wir möchten mich jetzt noch ein paar alte Gebiete erstmal alle abklappern. Ja, wir möchten ein anderes Land. Und gucken mal. So, Pilzkönigreich haben wir ja soweit. Erstmal. Ich weiß, dass noch zwei fehlen, aber das ist egal. Hutland. Hier fehlt uns auch noch welche. Da gehen wir erstmal als erstes hin. Vielleicht finden wir jetzt eine Möglichkeit, da ranzukommen. So, das überspringen wir einfach. Wir wollen ein bisschen Zeit sparen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum. War schon mal so ein Ladebalken. Was? War da gerade neue Sachen? Sieh dir das einmal an. Fühlst du das auch, als wäre eine Quelle konzentrierter Energie hier irgendwo? Das müssen wir uns ansehen. Stimmt. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben diese Blöcke noch alle offen. Und was uns auch noch fehlt. So, jetzt sind jetzt Münzen. Was uns auch noch fehlt, sind da oben der Mond und irgendwo hier fehlte auch noch ein Mond. Da. Wie wir rankommen, keine Ahnung. Vielleicht mit diesen kleinen Minischiffchen, die jetzt da sind. Die waren vorher irgendwie nieder. Na, hätte ich ja lange suchen können. Und wir müssen darüber. Ich will wissen, was mit diesen Boxen endlich ist. Das werden wir hoffentlich auch noch rauskriegen. So, wo sind. Moment. Die waren doch immer hier irgendwo. Können wir hier rein? Oh. Ich passe auf den Mond auf. Ich habe vor. Nichts Angst. Nicht mal vor Paragumbas. Okay, ein Paragumba. Okay. Gut, dann. Wir brauchen sowieso ein Paragumba, von daher passt das. So, guck mal her. Mein Kleiner. Der König befiehlt. Du kommst jetzt zu mir. Danke. So. Hui. Mit dem Gumba können wir doch weit genug fliegen. Das passt schon. Wow. So, den Mond gehört uns. Mund für dich. Chapeau-Blockade. Okay. So, und ich möchte jetzt erstmal darüber. Bevor ich mich hier irgendwie noch anders umgucke. So. Was können wir mit diesen Dingern machen? Ich meine, die sind jetzt auch alle aufgegangen, seitdem wir Bowser besiegt haben oder halt auf dem Mond waren. Ups. So. Was macht dieses Ding? Lauter Monde sind herausgekommen. Die sollten wir uns alle einsammeln. Wow. Ja, das sind eine Menge Monde. Komm mal her, wir brauchen dich. Alter Schwede. Okay. Zack. Nein. Wow. Nein! Ich will doch eigentlich. Ups. Das hier machen. Genau. Na, was ist das? Versteckt in einem versunkenen Hut. Okay. So, und jetzt können wir dich wieder nehmen. Ich glaube, du kannst einen Tick höher fliegen als der andere. So, da fliegt auch noch einer weg. Wow, jetzt gibt es ja richtig viele Monde nochmal. Was wirklich in jedem Land so ist. Krass. Wo ist dieses Ding hingeflogen, was so geleuchtet hat?
Da sieht nicht sowas aus. Hier ist auch noch was. Zack. Wow, jetzt kriegen wir im Munde richtig hinterhergeschenkt. Plattform im Nebel. Okay. Da drin auch? Weiß ich nicht. Eigentlich dürfte es nicht so sein. Ups. Da drüben ist... Was ist... Ein Mädchen? Was macht die hier? Das ist Peach! Oh mein Gott. Warum bist du hierher gekommen? Oh, Mario. Ich freue mich, zu sehen, dass du von den Reisen noch nicht die Nase voll hast. Was ist da? Ist das ein Easter Egg irgendwie auf ihren Trolley? Tja, und ich haben uns entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Es wird bestimmt großartig, all die Länder nochmal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in aller Eile abgeklappert hatten. Tiara hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Okay. Das Panorama ist atemberaubend. Die Bewohner sind ja so freundlich. Sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Peach im Hutland. Danke. Ist es wahr, dass Dinosaurier sich gerne in der Sonne eilen? Wenn ich demnächst einen sehe, dann frage ich einfach mal. Ja, red einfach mit dem T-Rex. So. Also laut ihrem Koffer war sie schon überall. Aber diese Sticker können wir, glaube ich, auch alle haben. Auf unserer Odyssey. Auf der Rückseite. Ups, na komm. Sonst sehe ich da nicht so wirklich was Neues. Den Schleier vielleicht oben links, wenn es ein Schleier ist. Oder sonst, keine Ahnung. Sie sagt gar nicht dazu, dass wir jetzt König sind. Hm. Naja, egal. Da ist nichts hinter. Ja, uns fehlen eigentlich dann irgendwann nur noch die ganzen Abzeichen. Ups. Hier ist auch nichts. Schade. Hm. Können wir hier noch was sehen? Nein. Nein. Okay. Okay, das ist auch nichts. Wir haben... Da ist dieser kleine Vogel. Wie kriegen wir... Das war aber noch nie hier. Okay, das ist neu. Sieht aus wie eine Rutschbahn, wie geil. Das ist sogar eine Rutschbahn. Oder eine Rollbahn. Ah, da ist ein Mond. Okay. Oh. Ich hätte mehr lenken müssen. Ich dachte, ich kann ein bisschen stärker einlenken, aber scheinbar nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt die Abkürzung zum Mond. So, wir müssen auf jeden Fall... So, und schon mal leicht rechts. Das war zu früh. Mist. Oh, die schönen Münzen. Dafür kann ich mir doch Sterne kaufen. Wir brauchen 500. Also ich weiß nicht, ob wir das Let's Play wirklich 100% schaffen. Ich hatte es ja eigentlich vor, aber wenn ich da so die 2D-Passagen sehe, die ich nicht so richtig check, dann ja, ist es gar nicht so einfach. Aber wir machen auf jeden Fall die 500 die 500 Monde voll. Ich möchte dann doch gerne sehen, was da passiert. Wow, wow. Achso, da hätte ich springen müssen. Okay. Na gut. Aber wir haben noch einen Mond. Ausdauerrollen. Ist das umsonst hier, dass hier einfach... Ja, gut. Ich guck lieber nochmal. Hier ist auch nichts, alles klar. Gut, dann können wir jetzt ja auch hier rein. Ich möchte schon gern sehen, was bei 500 Monden passiert. Das interessiert mich dann doch noch.
So. Wenn wir die Zone kaufen müssen, ist mir dann egal. Wir gucken mal. Wie? Ich weiß immer nicht, wie ich da oben rankomme. Wahrscheinlich vom Turm aus. Vielleicht ist da jetzt endlich ein Goomba. Hier ist ein Hase. Haben wir den Hasen jemals? Warum vibriert das hier drauf? Oh, die Münzen. Na gut. Das sind immer ein paar Münzen. Haben wir diesen Hasen schon mal jemals gehabt? Ah, verfehlt. Aber wir wissen ja, dass die Ausdauer haben. Und wenn wir die lange genug unter Stress setzen, sollte das eigentlich passen. Ja, komm her. Du bist irgendwann langsam. Das weiß ich doch. Ja, jetzt fängt an zu schwitzen, der Kleine. Ja, haha. Ist doof, ne? Wir haben dich. Ah, perfekt. Hoppeldi-hopp beim Schiff. Alles klar. So, hier ist ein Tod, aber der interessiert mich gerade noch nicht so. Da ist noch ein Mond. Das heißt, wir bräuchten wieder ein Paracoupa. Wir brauchen die wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit, wa? Da können wir auch noch hin. Oha. Da vorne ist einer. Ich dachte gerade, das wäre ein Gegner, aber es war mein eigener. Dieses Viech da unten brauche ich. Das scheint schnell zu sein. Kann ich dich auch erobern? Schade. Ups. Ja, wie komme ich jetzt an einen Paracoupa? Am besten gehen wir erstmal zum Turm. Von da aus können wir dann immer noch einen Paracoupa hernehmen und hier überall nochmal lang fliegen. Ich glaube, das klingt ganz gut. Ups. Nehme ich den hier zum Beispiel. So. Und weiter geht's. Hatten wir das Ding schon mal? Haben wir dich schon geschafft? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. So. Auf jeden Fall rein. So, wir mussten einmal nach oben. Ups. Da wir jetzt wissen, dass wir ganz viel Geld brauchen. Ups. Nehmen wir natürlich auch einiges mit. Wobei mir das zu lange dauert. Ups. So. Und diese Ringe zum Beispiel, die bringen gut Punkte. So. Ups. Okay, das bringt mir nichts. Upsa. Immer schön nach oben. So, was haben wir da? Ups, voll hingeworfen. Oh, das nehme ich auch gern mit. Erstmal, um es zu haben. Schadet ja nicht. So, was ist jetzt hier oben los? Neues Rennen? Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Den Gewinner winkt auch einen Preis. Ja, gerne. Gute Einstellung. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreich das Ziel vor uns. Das war's auch schon. Ziel ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los. Ganz oben? Oh, wir fangen oben an und müssen runterlaufen. Oh nein. Da, wo die Odyssey eigentlich ist. Koopa Freerunning. So, ich nehme natürlich auch die Abkürzung. Hey, wie sind die denn jetzt weitergekommen als ich? Ups. So. Lass mich durch. So, komm her. Komm schon, das schaffen wir. Jawoll. Geschafft. Oh, der Rote war echt schnell. Neuer Rekord, alles klar. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis, einen Mond.
Ach, das ist ja eigentlich ein zweiter Rennen. Kriegen wir ein paar Münzen oder sowas? Hutland, Standardrennen. Gibt es noch andere Rennen? Ich weiß es nicht, aber wir werden es irgendwann rausfinden. So. Was war da? Das war nur die Odyssey. Gut, in diesen Blöcken waren also weitere Monde. So, und was war jetzt hier? Ach, der Mond. Hallo? Ja, und nun? Das hilft mir jetzt gar nicht. Warum bin ich hergelaufen? Ich weiß es nicht. So, haben wir irgendwo eine neue Tür oder sowas? Das ist nur er. Nur ist gut. Juhu, mein Schiff ist wieder im Schuss. Okay. Gut, wir haben eigentlich nichts geschafft. Ups. Ich brauche einen neuen Paracooper. Am besten einen, der auch hochfliegen kann. Und ich weiß nicht, ob ich in den Abgrund lande oder ob ich einlenken kann. Aber wir können einlenken, perfekt. Weil dann nehmen wir dich mit. Zack. So. Mit dem kommen wir nämlich im Verhältnis schön hoch. Leider noch nicht hoch genug, um an die Monde ranzukommen. Ich verstehe es einfach nicht. Warte mal, an dem waren wir schon dran, ne? Bin ich der Meinung. Oh, warum leuchtet das immer noch? Ich möchte diesen Cooper jetzt eigentlich gerade nicht verlieren. Dann gucken wir später also nochmal nach. Ah, hier oben ist auch noch was. Okay. Aber erstmal möchte ich jetzt die Sachen, die außerhalb liegen, machen. Ich weiß nicht, ob die Münzen, hier dieses... das hier neu ist. Ich denke ja, aber eigentlich wollte ich erstmal da den. Da ist ein Mond. Den will ich erstmal haben. Bevor ich den noch vergesse. Ui, jups. So. Gefahrenschild. Gut. Was ist hier hinten? Noch ein Schild, okay. Aber nur, dass wir nicht weiter dürfen. So, wo müssen wir hin? Aha. Ah, oh, perfekt. Das war ja ganz easy. Jetzt noch ein bisschen hoch, damit wir nicht abstürzen. Sehr schön. Notenjagd im Nebel. Ja, gut, so krass war das jetzt auch nicht, aber war auf jeden Fall cool. So, da ist nichts mehr. Hier, der kleine Vogel. Aha, aber nur berühren. Perfekt. Flatterhaft im Nebel. Jetzt ist alles hier irgendwas mit Nebel, wa? So. Ein bisschen höher. Gut, wir haben Peach auf jeden Fall wiedergefunden. Hat die gerade nach Cappy gerufen? Wie cool ist das denn? So. Wie komme ich jetzt an die Monde oben ran? Ich weiß es echt nicht. So. Hier gehen wir kurz raus. Aha. Wir müssen es drehen. Ups. Am Hut drehen, Preis gewinnen. Das war vorher, glaube ich, aber auch nicht da. Er hat sich aufgelöst. Oh nein. Wieso nur? Ich war einfach zu langsam. Ja, das Mondlicht ist schön, aber ich weiß immer nicht, wie ich jetzt an diese Dinger da oben komme. Das ist mir ein Rätsel. Könnt ihr mir nicht helfen, Leute? Ups. So, haben wir jetzt... Können wir mal kurz auf die Karte gucken? Anleitung? Nein. Hier ist die Karte. Hier ist... Oh mein Gott! Da sind zwei X'e. Die habe ich schon, oder wie?
Nee, Moment, die X'e sind doch da, wo ich noch hin muss, oder nicht? Ja klar, Moment. Das heißt, wir haben... Genau, da unten ist noch einer. Den nehmen wir auch noch mal kurz mit. Wenn wir das denn können. Hopp. So, entlang der Brillenbrücke. Brillenbrücke? Verstehe ich nicht. Aber okay. So, wir beenden für heute den Part und gucken im nächsten noch mal ein bisschen weiter, wie wir ja, ganz viele Monde finden. Scheinbar haben wir jetzt in jedem Level noch mal ganz viele zu finden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.